So, meine Damen und Herren, jetzt wird es langsam spannend. Gleich, wenn wir die Kiste öffnen. Und wenn Sie die letzten zwei Wochen zugesehen haben, es hat sich viel ereignet rund um diese Kiste. Spannende Momente gab es auch hier während der Sendung. Hier haben wir noch mal eine kleine Zusammenfassung für Sie. 12.08.2002. Als der Moderator Stefan Raab die neue Staffel nach der Sommerpause eröffnen will, findet er und die gesamte Crew eine ominöse Kiste, die ohne Absender scheinbar von Unbekannten dort platziert wurde. Trotz intensiver Recherche zahlreicher Mitarbeiter kann keine Erklärung gefunden werden. 13.08.2002. Als sich der Moderator Stefan Raab der mysteriösen Kiste nähert, kommt es aus dem Innern der Kiste zu unerklärlichen Vibrationen, die auch noch in benachbarten Büros spürbar sind. Der 14.08.2002. Die Kiste qualmt. Wissenschaftler können die Zusammensetzung des Qualms nicht entschlüsseln. Bringt die Kiste Freude oder Leid? 15. August. Bei einem weiteren friedlichen Kontaktversuch sondert die Kiste einen ekligen Schleim ab, von dem sich interessanterweise der Praktikant der Show magisch angezogen fühlt. Zufall? 19. August. Der Fremdkörper zieht inzwischen sogar Touristen aus Übersee an. Die Kiste scheint mit Raab zu spielen. Ist die Kiste schlauer als Raab? Ja, jetzt wird es spannend, denn gleich werden wir diese Kiste öffnen. Ich habe schon ein bisschen Schiss, oder? Bisschen Schiss. Ich sag vielleicht schon mal, jetzt gleich nach TV Total kommt die große ProSieben-Reportage Knochenjob-Kirmes schuften für den Riesenrummel. Ja, das kommt gleich. Und ich verabschiede mich vielleicht schon mal von Ihnen. Falls, meine Damen und Herren, falls es morgen noch eine Sendung geben sollte, wir wissen ja nicht, was gleich aus der Kiste, was passiert, ja. Falls es, vielleicht ist ja was ganz Schlimmes, ja. Aber vielleicht ist auch was ganz Schönes, man weiß es ja nicht, ja. Morgen wäre dann Gentleman hier zu Gast, ja, ein deutscher Reggae-Künstler sozusagen, der auch in Jamaika sehr, sehr großen Erfolg hat. Und ich bereite mich jetzt mal ein bisschen vor. Ich werde jetzt hier diese Kiste aufmachen gleich. Ja, ich sag dann schon mal Tschüss. Und dann hier, vielleicht hiermit, genau. Und vielleicht sollte ich noch, wer weiß, wenn was Schlimmes drin ist, vorsichtshalber habe ich mich ausgerüstet. Ist aber auch eine große Kiste, oder? Vielleicht sollte ich eher. So. Aber Moment, wenn ich die Kiste aufmache, kann ich selber ja das gar nicht halten, oder? Vielleicht kann meine Leibgarde mal reinkommen? Oh wei, oh wei, oh wei. Jungs, ich habe euch immer gemocht. Ja. Um Himmels Willen, meine Damen und Herren, bitte. Ich hoffe, es ist. Achtung. 1, 2, 3. Scheißegal.